Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Teile der AfD-Führungsspitze die AfD-Wähler täuschen und Deutschland, Ukraine und Russland verraten. Frau Weidel, es gab eine Gruppe von Landtagsabgeordneten der AfD, die sich auf den Weg gemacht haben in die besetzten Gebiete. Wir haben heute davon erfahren, dass sie schon in Russland sind und eigentlich weiterreisen wollte, jetzt eben in die Gebiete, wo jetzt am Wochenende auch Referenden abgehalten werden sollen. Heute Nachmittag dann die Überraschung, die reisen jetzt wieder zurück. Sind die in ihrem Auftrag unterwegs gewesen? Wussten sie davon und warum reisen die jetzt zurück? Also diese Abgeordneten wollten sich ein objektives Bild der Lage machen. So, also die Kriegsgräber, und natürlich, jetzt fangen sie schon wieder an zu reden. Sie wollten sich ein objektives Bild der Lage machen. So haben sie, fangen sie wieder an zu reden. Und haben das auch so erklärt. Sie hatten natürlich überhaupt gar keinen Parteiauftrag, vertreten die Partei auch nicht. Und ich halte dieses Ansinnen, so wie das auch so sein mag, einen objektiven Eindruck zu gewinnen, als nicht probat, denn wenn Sie in ein Kriegsgebiet reisen, von der einen Seite bekommen Sie auch immer nur subjektive Wahrheiten präsentiert und dementsprechend können Sie sich gar kein objektives Bild machen. Glücklicherweise haben dann diese Delegation auch eingelenkt und kehrt dann jetzt auch der zurück, Flügel, nicht wahr? Der Flügel. Und jetzt fangen Sie wieder an zu reden. Es war keine Delegation, es und dementsprechend Herr Höcke, Höckes Freunde. Konnten Sie sich davon überzeugen, dass das wohl nicht ganz so sinnvoll ist. Das ist und vor allen Dingen auch abgesehen von der Sicherheitslage halte ich das sowieso nicht für klug, gerade in den Donbass zu reisen. Also Herr Tilschneider ist dabei. Das ist jemand, der am Tag des Angriffskrieges getwittert hat. Er hat es nachher dann gelöscht. Russland verteidigt sich. Können wir davon ausgehen, dass das aber auch der Sinn und Zweck dieser Reise war, eben auch ein Signal zu setzen? Wir stehen an der Seite Russlands und deswegen gehen wir nämlich den Umweg und gehen über die russische Grenze in diese besetzten Gebiete. Na gut, also Sie haben überhaupt gar keine Möglichkeit, anders einzureisen, weil Sie Kriegshandlungen haben. Darum können Sie nur vom Osten einreisen. Und aber diese ganze Aktion ist einfach nicht zielführend gewesen. Also ich muss auch dem für die dreien, die da reisen wollten. Das besprechen wir natürlich intern. Also Sie behaupten, Sie hätten nichts davon gewusst. Jetzt fangen Sie schon wieder an zu reden. Sie haben nichts davon gewusst. Sie haben gar nichts davon gewusst. Und das ist etwas. Ihr Flügel. Das ist etwas, was wir dann auch nachher noch intern aufarbeiten werden. Da bin ich mal gespannt. Die Leute denken hierzulande, es war eine friedliche, demokratische Revolution. Die böse Russenmarionette Janukowitsch wurde entfernt, legal, demokratisch. Und dann gab es einen prodemokratischen Aufbruch. Und Russland behindert den Aufbruch, indem in der Ostukraine Unfrieden schürt. Die ganzen Leute, die gegen Poroschenko sind, das sind antidemokratische Hinterwäldler, behindern den Fortschritt der Demokratie. Jemand, der keine Hintergrundinformationen hat, der glaubt das auch. Weil was soll er sonst glauben? Das sind die Informationen, die hier verbreitet werden von den großen Medien. Und jeder, der wenig Nachrichten schaut, denkt das. Tatsächlich ist es faktisch so, dass die Ukraine-Regierungen seit 2014 alles getan haben, um das Land zu spalten. Hier muss man bedenken, dass diese Leute von der US-Regierung ins Amt gebracht wurden und sehr wahrscheinlich natürlich dann Abhängigkeiten bestehen. Auch die Medien beeinflusst werden von der US-Regierung und sie dementsprechend berichten. Und die Ukraine-Regierungen wissen, sie müssen das machen, was die US-Regierung will, weil sonst werden sie von den Medien schlecht dargestellt und dann werden sie abgewählt. Also genau wie es hier in Deutschland auch funktioniert. Das heißt, die Leute wissen, sie sind in einer Abhängigkeit. Wenn sie weiter Geld verdienen wollen, wenn sie Amt behalten wollen, dann müssen sie das machen, was die US-Regierung will oder was irgendwelche mächtige Leute wollen. Ansonsten sind sie ihren Job los. Und es geht dann nicht um die Ukraine, sondern um sie selbst. Das heißt, sie begehen Landesverrat. Wie hat dieser Landesverrat ausgesehen? Und das ist keine russische Propaganda, sondern das sind Fakten, die man jederzeit nachgucken kann, die einfach nicht von den großen Medien präsentiert werden, die nicht in den Zusammenhang gebracht werden. Es wurden zahlreiche Gesetze erlassen, die die Ostukrainer schikanieren. Beispielsweise wurde Russisch als zweite Amtssprache abgeschafft, obwohl die Mehrheit dort russischsprachig ist. Man stellt sich einmal vor, in der Schweiz würde Französisch als Amtssprache abgeschafft werden. Was würden die Leute in der französischen Schweiz davon halten? Was von den großen Medien hier auch nicht berichtet wird, ist, dass Janukowitsch maßgeblich von den Ostukrainern gewählt wurde. In der Stichwahl teilweise über 90%. Also ein ganz klares Ergebnis. Dieser Präsident wurde 2014 entfernt. Natürlich gab es folgerichtig Proteste, weil es war kein demokratischer Vorgang. Poroschenko hat nun Panzer geschickt und hat auf die Zivilbevölkerung schießen lassen, hat gezielt Terror verbreitet und hat wortwörtlich gesagt, deren Kinder werden in Bunkern leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Und die OSZE hat bestätigt, dass auf zivile Einrichtungen geschossen wird und der Tod von Zivilisten bewusst in Kauf genommen wird. Das ist Genozid.
muss an den Terror denken, der verbreitet wird über Jahre. Das ist ja kein Leben. Und vor allen Dingen hat sich es zu Beginn des Jahres 2022 maßgeblich verstärkt. Seit Ausbruch des Krieges werden über Donetsk Blattminen abgeworfen. Und zudem wurden Gesetze erlassen, dass jeder, der in irgendeiner Art und Weise kooperiert mit Russland, und sei es, dass er einfach seinen Beruf weiter ausführt, sich strafbar macht in der Ukraine. Das heißt, die Leute sehen mit eigenen Augen, es wird auf Einrichtungen geschossen, die überhaupt nicht militärisch sind. Und die Leute haben sich schon alles strafbar gemacht, weil sie bei der berufstätig sind. Das heißt, dass die Referenten für Russland ausgehen, das ist überhaupt kein, daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben, weil die Leute werden ja selbstmörderisch, ihnen bleibt gar keine andere Wahl. Und das weiß die US-Regierung auch, das wissen die großen Medien auch ganz genau. Und sie wecken jetzt hier den Eindruck, sie berichten, mit vorgehaltener Waffe werden die Leute dazu gezwungen und berufen sich auf lokale Quellen, was auch immer das sein soll. Leute, die die Wahl beobachten wollen, die die Referenten beobachten wollen, die überhaupt ein Stimmungsbild haben wollen, wie ist die Lage, sie werden nicht hineingelassen. Und Alice Weidel hat dann hier behauptet, bei den AfD-Abgeordneten, hat das lächerlich gemacht, sie wollten sich ein objektives Bild machen. Dabei war es so, dass von einem objektiven Bild nie die Rede war. Weil es ist natürlich so, man kann sich nie ein objektives Bild machen. Weil man kann nicht überall sein, man kann nicht alles sehen. Sondern was die Leute gesagt haben ist, sie möchten sich ein unverzerrtes eigenes Bild machen. Sie haben nie behauptet, dass sie jetzt den ganzen Krieg verstehen können oder was überall passiert, sondern sie haben gesagt, sie möchten sich ein unverzerrtes Bild machen, möchten Zeuge sein. Und das wird versucht, hier mit allen Mitteln zu verhindern. Es wurden zahlreiche Gesetze erlassen, die die Ostukrainer schikanieren. Beispielsweise wurde Russisch als zweite Amtssprache abgeschafft, obwohl die Mehrheit dort russischsprachig ist. Man stellt sich einmal vor, in der Schweiz würde Französisch als Amtssprache abgeschafft werden. Was würden die Leute in der französischen Schweiz davon halten? Was von den großen Medien hier auch nicht berichtet wird, ist, dass Janukowitsch maßgeblich von den Ostukrainern gewählt wurde. In der Stichwahl teilweise über 90%. Das ist ein ganz klares Ergebnis. Dieser Präsident wurde 2014 entfernt. Natürlich gab es folgerichtig Proteste, weil es war kein demokratischer Vorgang. Poroschenko hat nun Panzer geschickt und hat auf die Zivilbevölkerung schießen lassen, hat gezielt Terror verbreitet und hat wortwörtlich gesagt, deren Kinder werden in Bunkern leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Und die OSZE hat bestätigt, dass auf zivile Einrichtungen geschossen wird und der Tod von Zivilisten bewusst in Kauf genommen wird. Das ist Genozid. Man muss an den Terror denken, der verbreitet wird über Jahre. Das ist ja kein Leben. Und vor allen Dingen hat sich es zu Beginn des Jahres 2022 maßgeblich verstärkt. Und seit Ausbruch des Krieges werden über Donetsk Blattminen abgeworfen. Ein Energieunternehmer. Ihm werden Konsequenzen angedroht oder er steht kurz vor der Entlassung. Ein Geschäftsführer. Er war Wahlbeobachter. Genauso ein Journalist. Er hat seinen Lehrauftrag verloren. Das heißt, jeder, der darunter geht, verliert, wenn es nur irgendwie geht, seinen Job. Nach Willen der großen Medien bzw. der Person, die hinter den großen Medien stehen. Und die großen Medien bilden ja ein Kartell. Die Leute denken, da ist die friedliche, prodemokratische Ukraine, wo es wirtschaftlich, demokratisch, wo es eigentlich immer besser wird. Wobei auch noch zu sagen ist, dass die Zustände in der Ukraine seit 2014 wirtschaftlich verschlechtert haben, aber auch anderweitig verschlechtert haben. Dass systematisch Oppositionelle drangsaliert werden, ermordet werden, Fernsehanstalten willkürlich geschlossen werden, Personen willkürlich in Haft genommen werden. Beispielsweise der Oppositionsführer Medvedchuk wurde einfach willkürlich als Geisel genommen. Zelensky hat per Dekret erklärt, er ist ein Staatsfeind und deswegen muss er in Haft und dann kam er in Haft. Also von unabhängiger Justiz kann überhaupt keine Rede sein. Jeder, der nicht gegen Russland ist, wird in der Ukraine terrorisiert und wird verboten und in Haft genommen, wird unterdrückt. Das heißt, wir haben es hier mit einem Terrorstaat zu tun. Und auch mit einem Nazistaat, weil es stigmatisierende Gesetze gegen Russen gibt. Russen in der Ostukraine bevorzugt willkürlich beschossen werden und gegen alles Russische gehetzt wird. Das scheint sogar hier bei unseren Medien durch. Bei Melnik, bei Klitschko, der russische Denkmäler abreißen lässt. Oder bei der Welt, da ist jetzt die Schlagzeile, es heißt nicht, die Russen ziehen sich zurück, sondern sie werden diffamierend, ja eigentlich so rassistisch, Orks genannt. Wenn man sich freut, dass sich jemand zurückzieht, dann bezeichnet man jemanden trotzdem nicht entmenschlichend. Die großen Medien leugnen das Nazihafte in der Ukraine und haben es aber hier unfallhaft durchscheinen lassen, ohne es zu merken. Es ist natürlich so, dass die allermeisten Ukrainer sind natürlich keine Nazis, sondern die US-Regierung hat gezielt diese Bewegung aufgegriffen, hat sie an die Macht gebracht, um die Ukraine zu spalten und Streit zu schüren. Das Ziel war die Spaltung, weil nur mit der Spaltung erzeugt man den Krieg. Und mit dem Krieg kann man Russland und Deutschland, ganz Eurasien schwächen, indem man den Binnenhandel blockiert. Und wenn der Binnenhandel blockiert wird, dann sind die Flugzeugträger wichtig. Dann wird das Erdgas aus den USA gekauft, ist viel teurer und Deutschlands Wirtschaft leidet. Das heißt, erstes Ziel ist die Schwächung von Deutschland. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja, Russland hat jetzt ja ein paar Gebiete gewonnen. Aber was interessiert das? Interessant ist ja Eurasien. Wenn Eurasien eine Einheit bildet, der Binnenhandel stark betrieben wird, dann werden die USA zunehmend unwichtig. Und das sehen die Geostrategen dort. Diese Gedanken kommen ja nicht von mir oder von Thomas Röper oder von irgendjemand, sondern das sind die Thinktanks, die diese Gedanken formuliert haben, dass man Eurasien spalten muss, sie gegeneinander aufbringen muss und dass das im Sinne Amerikas wäre.
Man muss ja auch wissen, die Historie von Amerika, sie sind überhaupt erst unabhängig geworden, indem sie Frankreich gegen England ausgespielt haben. Ohne Frankreich hätten sie die Unabhängigkeit nicht erreichen können. Und seitdem arbeiten sie mit Tricks zur Beeinflussung der Bevölkerung, um Kriege zu rechtfertigen, die ihnen geostrategisch nutzen und wodurch sie am größten systematisch gewonnen haben. Da gibt es etliche Beispiele, beispielsweise der Krieg gegen Spanien, gegen Mexiko. Sie wurden alle mit Lügen begonnen, die einen Kriegsgrund darstellen für Amerika, was aber fingiert war und wo bewusst US-Bürger geopfert wurden. Guckt euch da am besten Videos von Daniele Ganser an. Warum ist das jetzt alles so wichtig? Mit diesen Hintergrundinformationen, auch über die diplomatischen Vorgänge vor dem Ukraine-Krieg 2022, wie das abgelaufen ist, Abkündigung des Waffenstillstandsabkommens seitens der Ukraine, O-Töne aus der Ukraine, dass sie sich auf Krieg vorbereiten, dass die Bundesregierung heimlich der Kündigung des Waffenstillstandsabkommens zugestimmt hat, es aber von den Medien anders berichtet wurde. Mit dem ganzen Hintergrundwissen wird erst klar, dass die US-Regierung der Hauptaggressor ist und nicht Russland. Dass eigentlich Russland in den Krieg hineingezwungen wurde, dass die Ukraine längst gespalten war, dass nicht Russland die Ukraine gespalten hat, sondern dass die US-Regierung mithilfe der Ukraine-Regierung die Ukraine gespalten hat. Und dass die Idee, einen Krieg zu erzeugen, schon lange feststand. Zudem werden natürlich auch nicht die Hintergrundinformationen gebracht, dass wenn es in der Ukraine Raketenbasen gibt, Atomraketen in 5 Minuten Moskau erreichen könnten, wodurch diese zu wenig Zeit für einen Gegenschlag hätten, wodurch es kein Gleichgewicht mehr gibt und natürlich klar ist, dass Russland das nicht tolerieren will. Allein diesen Fakt mit den Raketenbasen hätte Weidel erwähnen können. Also sie erwähnt von alledem, was ich jetzt geschildert habe, rein gar nichts, sondern sie geht allein auf die wirtschaftlichen Interessen. Und jetzt kann man mutmaßen, dass wenn so starker Druck ausgeübt wird auf Leute, die in Donbass reisen wollen und alles Weidel jetzt auch verhindert hat, oder die Führungsspitze, es soll laut geworden sein am Telefon zwischen Blacks und Kupala, dass sie aus dem Donbass zurückkommen. Also die AfD-Spitze hat verhindert, dass die AfD-Landtagsabgeordneten in den Donbass fahren und Zeuge werden und was zu berichten haben. Und Alice Weidel hat jetzt in der Sendung nochmal die Leute lächerlich gemacht, indem sie gesagt hat, sie wollten sich ein objektives Bild machen und sie wollten dann sagen, sie können den Krieg verstehen. Obwohl sie hat 100-mal sagt sie das Wort objektiv und beschreibt das so, obwohl es darum ging, ein unverzerrtes Bild sich einzuholen. Und der O-Ton war ein unverzerrtes und eigenes Bild. Und sie sich nicht angemaßt haben, jetzt alles genau berichten zu können, so wie Alice Weidel es dargestellt hat. Das heißt, Alice Weidel hat diese Leute ausgeliefert, sie lächerlich gemacht, sie schlecht dargestellt vor großem Publikum. Und Strack Zimmermann hat ja auch darauf rumgeritten, ja, sie lassen Leute in den Donbass oder sie haben das nicht gemerkt und lässt die Suggestion gelten, dass ja was Schlimmes ist. Das heißt, die Leute denken jetzt, ja, das ist irgendwie ganz schlimm, dass die Leute in den Donbass fahren wollen. Wir verstehen es nicht genau, warum es schlimm ist, aber die sagen ja alle, es ist schlimm, auch die Weidel sagt, es ist schlimm. Ich habe es nicht genau verstanden, warum es schlimm ist, aber es ist dann wohl schlimm. Es ist dann, hilft dann der russischen Propaganda und deswegen ist es schlimm. Dass es nur darum geht, etwas zu dokumentieren, etwas zu schildern, das geht dann völlig unter. Und vor allen Dingen geht unter, dass es ja eine Selbstverständlichkeit ist in einer Demokratie, dass man wohin fährt und sich ein Bild macht. Und es undemokratisch ist, Leute daran zu hindern. Woran sich jetzt Alice Weidel und Kupala auch beteiligt haben. Und vor allen Dingen auch die NRW-Landtagsfraktion, die Christian Blacks ausgeschlossen haben. Weil der zu Recht gesagt hat, ich bin euch nicht Rechenschaft schuldig. Wenn ich dahin fahren will, dann fahre ich dahin. Und zudem wäre es ja auch genau das Richtige gewesen, dahin zu fahren. Weil erst so man das Narrativ stärken kann, nachdem Waffenlieferungen und Sanktionen schlecht sind gegen Russland. Das ist nur dann plausibel, wenn Russland nicht den Plan hat, ganz Europa zu erobern. Und natürlich für uns erscheint es jetzt lächerlich, dass Russland Europa erobern will, weil man es nicht genau weiß. Es könnte ja sein, wir wissen es nicht genau. Russland ist ein aggressiver Staat und wir wissen nicht genau, was sie machen. Und das Risiko ist so groß, wir müssen sie eindämmen. Deswegen müssen wir eigene Opfer bringen, wir müssen sie eindämmen. Weidel bringt kein einziges Argument dagegen, nur dass die deutsche Wirtschaft geschädigt ist. Aber wie gesagt, ist dieses Argument unwirksam angesichts der großen Gefahr, wenn Russland tatsächlich ein großer Aggressor ist. Der Trick ist jetzt gewesen, Alice Weidel poltert lautstark und wir alle jubeln, jawohl, sie hat's denen gegeben, aber sie sagt bewusst nichts, sie hält sich an das Kartell, an das Informationskartell. Jetzt werden die Stimmen für die AfD eingesammelt, aber die AfD hat dafür nichts getan, sondern es war die Arbeit von Daniele Ganser und Thomas Röper oder von vielen anderen, Michael Lüders, man kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Sie haben die Bevölkerung aufgeklärt. Dadurch ist in der Bevölkerung ein gewisses Grundwissen vorhanden. Und davon profitiert jetzt die AfD. Mit dieser rein materiellen Argumentation kann sie die Deutschen nicht überzeugen. Also jedenfalls den Großteil nicht. Weil der Großteil ist ja auch für die Energiewende, weil sie denken, es kommt die Klimakatastrophe. Nur wenn große Teile der Bevölkerung überzeugt werden und sie sich tatsächlich von den anderen Parteien abwenden und die AfD 40% bekommt, wenn sich also wirklich was verändert, sich die Leute von den großen Medien abwenden, weil sie die Täuschung durchschauen. Und das geht ja nur, wenn sie die Information bekommen. Wenn sie die Information nicht bekommen, dann können sie nicht durchschauen, dass die Medien täuschen. Oder dass sie wie 30 täuschen. Sie haben vielleicht bei Corona was gemerkt, aber sie denken sich jetzt,
ja gut, bei Corona, aber jetzt sagen sie wieder die Wahrheit. Sie lügen nicht immer, jetzt sagen ja alle, es gibt keinen Zweifel. Die denken, es gibt keinen Zweifel und sie können sich das nicht vorstellen. Das ist das Problem. Dann denken sie, ja gut, jetzt hier sagen sie halt die Wahrheit. Das ist bei anderen Themen, man kann ihnen nicht ganz vertrauen, aber es ist ja so klar, die werden hier schon die Wahrheit sagen. Das denken die Leute. Wenn man dagegen nicht anarbeitet, vor allem mit der Reichweite in so einer Sendung, dann ist das Landesverrat eigentlich. Es ist Verrat an den Wählern, an Deutschland, an der Ukraine, an Russland. Für sie selbst ist es natürlich wahrscheinlich bequem. Sie bekommen bestimmt vermittelt, wenn ihr aufklärt, dann bekommt ihr Probleme. Dann wird der Verfassungsschutz hart durchgreifen, dann ist vielleicht euer ruhiges Abgeordnetenleben vorbei. Dann gibt es die AfD vielleicht bald nicht mehr. Und natürlich, die Leute, die brauchen es nicht, dass die AfD 40% bekommt. Sie sind jetzt sicher in Lohn und Brot. Sie haben ihr Abgeordnetenmandat und das holen sie dann wieder. Und es kann für sie gut so weitergehen. Sie brauchen keine 40%. Und wahrscheinlich ist das Motiv, dass diese Leute so mitschwimmen. Und da muss man sagen, dann sind diese Leute fehl am Platz. Dann brauchen wir andere Leute. Also aus meiner Sicht, alles Weidel, sie müssen alle zurücktreten. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das seht, wie ihr alles Weidel einschätzt, diesen Auftritt einschätzt. Ihr könnt es euch ja mehrmals angucken, diesen Abschnitt. Ich musste es mir auch ein paar Mal angucken, um es glauben zu können. Aber ihr werdet sehen, es kommt keinerlei Aufklärung. Sondern immer nur, wir sind gegen die Sanktionen, gegen die Waffenlieferungen aus Wirtschaftsgründen. Was unwirksam ist. Und das wissen die großen Medien, dass es unwirksam ist. Und deswegen dürfen alles Weidel, das dürfen sie groß sagen, da dürfen sie groß rumpoltern, da kriegen sie keinen echten Gegenwind, weil die großen Medien und die Leute, die dahinter stehen, sie wissen ganz genau, das ist nicht überzeugend. Das ist einfach nicht überzeugend. Wenn Russland ein Aggressor ist, ein echter Aggressor ist, dann sind diese Wirtschaftsargumente, die stechen überhaupt nicht. Das heißt, das ist hier eine große Täuschungsaktion. Wir werden hier hinters Licht geführt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.